der Overflow-Kirche in Wiesbaden. Schön, dass ihr zuschaut. Wir begrüßen euch ganz herzlich. Und lasst uns doch diejenigen, die das erste Mal hier sind oder auch zuschauen, mit einem Applaus begrüßen. Sag doch mal der Person, die neben dir sitzt, du hast Glück, dass du heute neben mir sitzen darfst. Schön, dass hier so eine gute Stimmung ist. Manche Leute suchen noch ihren Platz, die dürft gerne reinkommen. Und ich möchte euch jetzt noch jemanden vorstellen, den ihr wahrscheinlich gar nicht kennt. Er heißt Solomon Michael Christea, geboren am 17. Oktober 2023. Sieht er nicht süß aus? Und wir gratulieren den Eltern Miriam und Alex ganz herzlich von der Gemeinde. Sie sind heute nicht hier, ich habe sie nicht gesehen. Aber wir wünschen euch gute Nächte. Ich bin so dankbar für die Menschen, der den Schnuller erfunden hat, weil wir auch selbst davon profitiert haben. Und wir wünschen euch, dass ihr als Familie zusammenwachst und eine gute Zeit habt. Und ich freue mich, euch auch persönlich zu sehen. Mein Name ist David Lönhardt. Ich darf heute durch den Gottesdienst leiten. Und wir dürfen gleich in die Lobpreiszeit gehen. Und ich dachte nur gestern, wir leben in einer turbulenten Zeit. Wem geht es so? Wer hat das Gefühl, dass die Zeit turbulent ist? Und mir ist so eine Geschichte in den Sinn gekommen von Jesus. Er hat die Jünger aufs Wasser geschickt mit dem Boot. Und es hat angefangen zu stürmen. Das Boot hat gewackelt. Und dann ist irgendwann Jesus auf dem Wasser zu dem Boot gelaufen. Ich denke manchmal, ich wäre so gern dabei gewesen, um alles zu erleben. Ihr auch? Jesus läuft zu dem Boot hin und die Jünger denken, hey, das ist ein Geist. Und Jesus sagt, nein, ich bin kein Geist. Und was sagt Petrus? Dann lass mich auf dem Wasser laufen. Und es gibt diesen Point in der Geschichte, wo Petrus zu Jesus läuft. Und dann heißt es in der Bibel, ich lese das mal kurz vor, was da steht. Er erkannte, wie heftig der Sturm ist. Und dann, als er erkannte, wie heftig der Sturm ist, hat er angefangen zu sinken. Und die Geschichte zeigt mir einfach, wenn wir den Fokus von Jesus wegnehmen auf die Umstände, die wir haben. Und das, in dem befinden wir uns manchmal, ob es Krankheit ist, finanzielle Nöte, Herausforderungen in der Ehe, vielleicht auch mit den Kindern, dann können wir ganz leicht diesen Blick von Jesus wenden auf die Umstände. Und dann fangen wir an zu sinken. Und Petrus ruft, Herr, hilf mir. Und Jesus reicht ihm die Hand und zieht ihn aus dem Wasser. Und Jesus stellt Petrus zwei Fragen. Und als ich die gelesen habe, das hat bei mir richtig eingeschlagen. Ich habe echt so einen Gänsehautmoment gehabt. Und diese Fragen will ich dir heute stellen. Was sagt Jesus zu Petrus? Er sagt, vertraust du mir so wenig, Petrus? In welchem Sturm du auch immer bist, stellt Jesus dir die Frage, vertraust du mir so wenig? Und dann schiebt er eine zweite Frage hinterher. Warum hast du gezweifelt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Jesus kommt nie zu spät. Entweder er reicht dir die Hand und seine Zeitpunkte sind manchmal nicht die, die wir uns erhoffen, das kann auch sein. Oder die zweite Option ist, du läufst mit Jesus auf dem Wasser. Lasst uns Gott inmitten des Sturmes, wo wir uns befinden, vertrauen. Jesus kommt nie zu spät, er reicht uns die Hand. Wir dürfen jetzt in die Lobpreiszeit gehen, ich will dich einladen, egal wie es dir geht, komm zu Jesus. Schütte ihn dein Herz aus, was dich bewegt, was dich beschäftigt. Er ist da und wartet auf uns. Jesus, wir danken dir, dass du uns kennst. Vor dir müssen alle Masken fallen. Vor dir können wir echt und authentisch sein. Und du weißt, wie es unserem Herzen geht. In den Zeiten, wo es turbulent ist, wo es stürmt. Aber Herr, wir danken dir, dass du uns nie alleine lässt. Herr, und ich bete darum, dass wir anfangen, mehr und mehr dir zu vertrauen. Den Zweifel abzulegen, weil deine Gedanken sind gut. Deine Pläne sind gut.
Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns sieht. Amen. Thank you.
und weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Ja, weil du es verdienst, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Und weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Oh, weil du es verdienst, weil du es verdienst. Wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob. Weil du es verdienst, ja, weil du es verdienst, wir geben dir das höchste Lob.
Meine Liebe wird immer stärker, ich jeden Tag mit dir. Ich lieb dich tief und innig, mehr als ich sage. Meine Liebe wird immer stärker durch jeden Tag mit dir. Und ich lieb dich tief und innig, mehr als ich sagen kann. Sonntags ganz bewusst diese Zeit, um für Menschen zu beten, weil wir glauben, dass Gott eingreift, dass Gott Wunder tut. Und ich möchte euch ganz lieb grüßen von Elisabeth und Egon Kleiber. Wir haben viele Sonntage für sie gebetet. Sie lag ja auf der Intensivstation, hatte eine Hirnhautentzündung. Sie ist wieder daheim und sie war sehr berührt über die Anteilnahme, über die Gebete. Und ihr geht es besser und wir wollen auch weiter für sie beten, aber das zeigt uns einfach, dass Gott eingreift und Sachen verändert. Gott ist gut. Amen. Wir haben noch drei Punkte, die wir gerne hier platzieren wollen.
Das ist zum einen die Situation in Israel. Ihr verfolgt das ja auch in den Medien. Wir wollen für Gottes Trost beten, gerade auch für die Angehörigen, die die Person verloren haben. Wir wollen beten, dass die Geiseln befreit werden und dass dieser Konflikt sich nicht weiter ausbreitet. Wir haben auch einen SOS-Ruf bekommen von Tine Kleiber, deinem Bruder, dem Thomas, dem geht es nicht gut. Er hat ganz viele Knoten, es hat sich auf dem Körper ausgebreitet, auch jetzt auf die Beine. Und die Ärzte sagen, er braucht ein Wunder. Wir haben schon letzte Woche gebetet für ihn, wir wollen auch heute beten für ihn. Und dann hat uns auch ein Gebetsanliegen erreicht von Mareike Blüm, ihr kennt sie. Sie hat auf einem Ohr ganz plötzlich und unerwartet einen Hörverlust erlitten von 100%. Das heißt, auf einem Ohr kann sie nichts mehr hören. Sie kriegt jetzt eine Kortisonstherapie. Sie verträgt das nicht gut. Und wir wollen einfach beten, dass Gott ihr Ohr wiederherstellt. Auch hier haben wir das Problem, dass Ärzte nicht wissen, was sie tun können, wie das passiert. Aber wir wissen, dass Gott eingreifen kann. Lass, wenn du Kraft hast, steh noch mal auf. Wir wollen diese Person vor Gott bringen, erwartungsvoll, mit der Erwartung reingehen, dass Gott ein Wunder tut. Herr, in diesen schwierigen Zeiten, in den Stürmen unseres Lebens, wollen wir dir vertrauen. Herr, so beten wir auch für Mareike, dass du ihr Ohr anrührst. Herr, du bist der Schöpfer ihres Körpers. Du kennst jedes einzelne Körperteil und du weißt, was auch da passiert ist. Bete darum, dass sie anfängt, wieder zu hören und dass sie jetzt in diesem Moment deine Kraft, deine Gegenwart spürt. Und Herr, dass das Hörvermögen wieder einsetzt. Ich bete darum in Jesu Namen. Herr, dass sie sich jetzt in diesem Moment getragen fühlt und dass eine Veränderung einkehrt, Herr. Darum beten wir. Wir beten auch für Thomas, Herr, wo die Ärzte sagen, er braucht ein Wunder. Es ist hoffnungslos. Herr, so bete ich darum, dass du ihn anrührst, dass du ihm begegnest, Jesus, dass du ihn errettest. Ich schenke Gnade auch hier. Und wir beten auch für dein Volk, Herr Israel, das in so einer schwierigen Lage steckt. Herr, wir beten für die Geiseln, dass sie freikommen. Herr, wir beten darum, dass dieser Konflikt sich nicht ausbreitet. Du siehst, Herr, wie explosiv die ganze Lage ist. Aber wir danken dir, dass du zu deinem Volk stehst. Und Herr, wir wollen es auch tun. Wir wollen es segnen und für Israel beten. Danke, Herr, dass du auch da deine schützende Hand darüber hältst. Amen. Amen. Ja, ihr dürft euch gerne setzen. Jetzt kommen wir zu den Ansagen. Erstmal möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Wir haben die letzte Woche einen Spendenaufruf für Israel gemacht, um dort auch unsere Unterstützung zu zeigen. Es kam 6.920 Euro zusammen. Das ist großartig. Vielen, vielen Dank. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, ich habe vergessen zu überweisen oder was zu spenden. Gut, dass ich erinnert werde. Das kannst du gerne machen. Kannst du immer noch machen. Jetzt darf ich die Ordner bitten, dass sie die Kollekte einsammeln und die Körbe durch die Reihe geben. Ich will noch einen Satz zu der Kollekte sagen, was mir so wichtig geworden ist. Vielleicht fühlt es sich an, als müsste man auf was verzichten, weil man was gibt. Aber folgende Erfahrung haben wir gemacht, auch als Ehepaar. Nichts, was ich in Gottes Hände losgelassen habe, wurde in unserem Leben zum Mangel. Nichts, was ich Gott losgelassen habe, wurde uns zum Mangel. Und das betrifft nicht nur die Finanzen, das betrifft unsere Zeit, das betrifft alles, was ich für Gott mache. Es wurde mir nie zu Mangel. Und das setzt in mir so einen Glauben frei, einfach freudig zu geben, weil Gott ein Belohner ist. Dann gibt es einen wichtigen Termin am 5.11. Haben wir die Folie auch dazu?
Das kommt gleich. 5.11. wird Simona nach 2 Jahren Vikariatszeit ordiniert. Und das wollen wir als Gemeinde gemeinsam feiern. Das ist ein Grund zu feiern. Wir werden gemeinsam Mittagessen. Und im Foyer wird es liegen Listen aus, wo du dich eintragen kannst, was du mitbringen kannst. Du kannst entweder helfen, Sachen aufzubauen, aber auch einige Sachen werden gebraucht. Tragt euch an, damit dieser Tag wirklich ein tolles Fest wird, wo wir gemeinsam feiern und eine gute Zeit haben und auch Simona hochleben lassen. Jetzt darf ich dich bitten, Dani, du hast eine Ansage für uns. Komm nach vorne und berichte uns darüber. Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt brauchen wir die Folie, die eben schon mal da war. Genau. Wir haben hier in der Gemeinde, in der Kirche, ein neues Gebetsangebot, was wir euch ganz, ganz ans Herz legen möchten. Wir werden ab November jeden Montag hier sein und wir werden 2 Räume haben, die Gebetsräume sind, wo wir euch in euren Anliegen unterstützen möchten. Wir haben ein Gebetsteam zusammengestellt, was da sein möchte für euch und gemeinsam sozusagen die Hand zum Himmel recken möchte, um für eure Anliegen zu beten, sei es Krankheit, sei es Trost, den ihr braucht, vielleicht auch Wegweisung, wo ihr sagt, prophetisches Gebet, das würde ich mir mal wünschen. Auch damit wollen wir euch dienen. Und wir haben etwas mehr Zeit an diesem Montagabend. Wir haben geschützte Räume. Es können auch Familien kommen. Es können Jugendliche kommen. Wenn ihr eine Not habt und sagt, wo kann ich mich hinwenden? Aber dieses Angebot, das ist in diesem Gedanken von Overflow auch ein Angebot, was wir für Menschen haben wollen, die noch nicht in diese Kirche gehen, die vielleicht überhaupt nichts mit Glauben am Hut haben. Habt ihr Freunde, habt ihr Bekannte, habt ihr Arbeitskollegen, die eine Not haben, die krank sind, die verzweifelt sind und sagen, ich habe alles ausprobiert? Ja, dann ladet sie doch ganz, ganz herzlich ein. Jeder ist herzlich willkommen, egal wo er herkommt und was er glaubt. Und wir machen das mit einem Anmeldesystem. Nehmt doch mal gerade eure Handys raus und macht mal ein Foto von dem QR-Code. Darüber könnt ihr euch anmelden, können eure Bekannten sich anmelden. Und es wird immer eine Zeit geben von etwa 20 Minuten. Wir haben also mehr Zeit, um euch zu dienen. Und ich werde nach dem Gottesdienst auch draußen stehen, für Informationen, auch für diejenigen, die sagen spontan, ich wäre gerne gleich am ersten Montag dabei. Wir glauben Gott. Gott möchte Großes tun. Wir glauben, dass Gott Wunder tut und wir stellen uns zur Verfügung und wir glauben, wenn wir diesen Becher hinstellen, er wird überfließen. Und so wollen wir gemeinsam mit euch in diese Zeit hineingehen. Nutzt es und meldet euch an. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich denke, da dürfen wir auch applaudieren. Und jetzt darf ich Ronaldo nach vorne bitten. Ich freue mich wirklich, dass du heute die Predigt hältst. Gottes Segen und viel Kraft. So, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank dir. Guten Morgen, guten Morgen. So, jetzt muss ich mich erstmal sortieren. Das heißt, du hast Zeit, deinen Nachbarn nochmal zu grüßen, nochmal zu sagen, hey, schön, dass ich neben dir sitze. Einmal rechts, einmal links, einmal ein High Five. Ich habe die Ehre, eine neue Predigtreihe einzuleiten unter dem Motto, dem großen Thema: Bist du bereit für Wachstum? Vielleicht denkst du dir, oh, Wachstum? Also Wachstum, das ist doch, die Wirtschaft soll wachsen, alles soll wachsen, 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 Gemeinde soll wachsen. Wieso jetzt bereit sein für Wachstum? Wachstum ist normal, oder? Also wenn ich jetzt hier stehen würde und so klein wäre wie ein Neugeborenes, dann würdet ihr sagen, boah, Ronald, ich glaube, du musst mal zum Arzt oder so, du musst dich mal checken lassen, oder? Wachstum ist normal. Alles, was gesund ist, wächst. Eine Pflanze wächst, ja, wir düngen sie, wir geben Wasser, aber es ist normal, dass sie wächst. Aber Unkraut wächst auch, oder?
Wenn man Theologie studiert bei uns im Gemeindebund, also am theologischen Seminar in Erzhausen, dann hat man die ehrenvolle Aufgabe, den Garten da, die Grünanlage zu pflegen und zu hegen. Und wer von euch ist Gärtner? Wer von euch macht das gerne? Ja, ein paar, ne? Wer von euch liebt Unkraut? Ja, nein, okay, das ist gut. Ey, du bist dann da als Student und dann denkst du dir, boah, so viel Unkraut. Und dann hast du alles rausgemacht. Und dann wartest du einen Monat, wartest ein paar Wochen. Dann kommt das Zeug schon wieder. Das ist echt nervig, ätzend. Gesunde Sachen wachsen, Unkraut wächst auch. Wir wollen, dass gesunde Sachen wachsen, ja? Und manchmal ist es so, dass man Unkraut einfach wegmachen muss. Ja, Unkraut kommt immer wieder, aber wir wollen, dass gesunde Dinge wachsen. Und ich darf heute einsteigen, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch sehr gerne auf. Matthäus 13, Vers 31 bis 33. Ich habe den Bibeltext auch hier für dich mitgenommen. Und ihr Lieben, wenn wir Gottes Wort lesen, dann spricht Gott selber. Das ist Gottes Wort. Deswegen lasst uns doch, wenn du kannst, aufstehen, um so ein bisschen so eine Empfangshaltung zu haben und zu sagen, Gott, wir wollen hören, was du sagst. Wenn du kannst, steh gern auf. Wenn du zu Hause sitzt, du darfst gern sitzen bleiben, aber schlag gern deine Bibel auf. Matthäus 13, Vers 31 bis 33. Und Gott sagt hier in seinem Wort, ein anderes Gleichnis legt er ihnen so vor, also Jesus, das Himmelreich ist einem Senfkorn vergleichbar, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dies ist das kleinste unter allen Samenarten. Wenn es aber herangewachsen ist, dann ist es größer als die anderen Gartengewächse und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Doch ein anderes Gleichnis teilte er ihnen somit. Das Himmelreich gleicht dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war. Bitte noch kurz mit uns. Danke, Jesus, dass wir dein Wort hören dürfen. Was für eine Ehre. Ich bete, dass du unser Herz aufmachst. Und ich bete, dass all das, was uns stören, ablenken will, dass das schweigt. Ich bete, dass du zu uns sprichst in diesem Moment. Wir brauchen dich. Sprich du. Du sollst sprechen. Im Namen Jesu. Amen. Genau, sehr gut. Ich dachte schon, wenn ich diesen Punkt mache, werdet ihr dann stehen bleiben, muss ich dann sagen, ihr dürft euch setzen oder so. Sehr gut. Perfekt. Liebende, der Titel meiner Predigt heißt Sehen, was Gott sieht. Wir wollen sehen, was Gott sieht. Gott spricht, oder Jesus spricht hier, Jesus ist übrigens Gott, Jesus spricht hier vom Reich Gottes, das so klein ist wie ein Samenkorn, er sieht aber darin mehr. Erstens sagt er, dass das Reich Gottes, dass dieser Samenkorn unscheinbar ist. Zweitens ist das Reich Gottes wachsend und drittens durchdringend. Das Reich Gottes ist unscheinbar. Jesus spricht hier von seiner Herrschaft, ja, von seinem Königreich und er benutzt ein gängiges Bild im damaligen Israel, um zu beschreiben, dass etwas ganz, 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 ganz klein ist. Das war quasi, weil die Leute so landwirtschaftlich geprägt waren, ein gängiges Bild. Wir würden vielleicht sagen, etwas ist so klein wie der Kopf einer Stecknadel oder so, ne? Und damals hat man gesagt, etwas ist so klein wie ein Senfkorn. Also ganz, ganz, ganz klein. So ein Senfkorn ist 1 Millimeter groß, also winzig. Und ausgerechnet so ein Bild benutzt er, um sein Königreich, seine Nation, sein Reich zu beschreiben. Also klingt jetzt nicht so glorreich, oder? Ziemlich unscheinbar. Was ist das Reich Gottes eigentlich? Vielleicht denkst du dir, okay, gut, jetzt das Reich Gottes ist wie so ein Samenkorn, also 1 Millimeter groß. Was bedeutet das Reich Gottes? Wir beten ja sogar, wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was heißt das? Also zum einen heißt das, Gott regiert. Das ist eine Dimension, da müssen wir nicht für beten, sondern das ist schon so. Gott regiert, er ist der Herrscher über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Ja, kein Blatt fällt auf die Erde, ohne dass Gott es zugelassen hat. Gott ist der souveräne Gott, der herrliche Gott. Gott ist in Kontrolle.
Und das spricht wirklich prophetisch in unsere Zeit. Vielleicht denkst du dir auch, der du zuschaust, der du dabei bist hier im Gottesdienst, die Welt ist doch nicht unter Gottes Kontrolle. Doch, Gott hat einen Plan und er hat die Kontrolle. Aber dann gibt es eine Dimension vom Reich Gottes und die ist ausbreitend und für die beten wir. Wir beten, dass Gottes Reich sichtbar wird auf dieser Erde, darum beten wir auch im Vater unser. Und wir beten, dass unter seinem Reich sich Menschen drunter stellen, sagen, Gott, ich will dir dienen und ich will in dieser Gemeinschaft mit dir leben. Und dieses Reich begann, als Jesus kam, Gott mit Fleisch drum, kam auf die Erde und da begann dieses Reich schon. Da wurde schon sichtbar, dass Gott regiert. Das war nicht nur eine tote Theorie, Jesus Christus kam selber. Und ihr Lieben, das Ganze wird sich vollenden, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird jedes Reich, jede Nation sichtbar. Die sichtbare und die unsichtbare Welt, Himmel und Erde werden neu gemacht und alles wird ihm unterstellt sein. Und darauf warten wir, deswegen beten wir, dein Reich komme. Weil unsere Perspektive schärft, dass wir sagen, wir schauen nicht auf unsere Reiche, sondern auf dein Reich. Ja, okay, gut. Also das Reich Gottes, dieser Riesenbegriff, ist also so winzig wie ein Samenkorn. Also das ist doch irgendwie komisch. Und dann im selben Kapitel lesen wir, dass Jesus unscheinbar ist wie ein Samenkorn. Ja? Und Jesus predigt, er heilt die Kranken und so weiter und so fort. Aber die Menschen, im selben Kapitel liest du das, die sagen, Jesus, wer bist denn du eigentlich? Ist dein Vater nicht Zimmermann? Und heißt deine Mutter nicht Maria? Und heißen deine Brüder nicht so und so und so? Wer bist du schon? Was hast du denn zu erzählen? Und du denkst dir vielleicht, naja gut, also er hat Wunder gemacht, er war nicht unscheinbar. Freunde, er ist der lebendige, herrliche Gott. Im Gegensatz dazu, wie er aufgetreten ist, war er wirklich unscheinbar. In ihm ist die ganze Fülle der Herrlichkeit Gottes. Er war unscheinbar. Er hat sich klein gemacht. Und dann erwählt er sich 12 einfache Männer, wirklich einfache Männer. Fischer, Zöllner war dabei, ja. Leute, die im landwirtschaftlichen Bereich dabei waren, das waren nicht die hellsten Birnen, das waren keine Theologen. Er hat nicht die Schlausten genommen, nein, er hat die Einfachsten von den Einfachen genommen. Und manchmal liest du die Bibel und denkst dir, Leute, meine Güte, die checken es ja wirklich nicht. Also er nimmt wirklich einfache Leute. Und das ist das Reich Gottes, das ist wirklich unscheinbar. Ja, Jesus, du hast recht. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du denkst, boah, was bringt denn schon mein Dienst? Ist das nicht winzig? Ist das nicht winzig, was ich mache bei den Kids? Ich sage das jetzt Kids, weil bin ja in dem Bereich so. Oder Lobpreis, oder vielleicht machst du Kaffee, oder vielleicht putzt du Toiletten, ja? Und du denkst dir, was bringt das schon? Das ist wie so ein Senfkorn. Keiner sieht das. Es ist unscheinbar. Es war nicht so, dass wenn die Leute über den Weg gegangen sind, gesagt haben, oh, da liegt jetzt ein Senfkorn auf der Straße, ich mache jetzt mal einen Umweg oder so. Jesus benutzt dieses Bild, um sich selber zu beschreiben. Er, der herrliche Gott, begegnet den Menschen und Jesus wurde nicht nur zertrampelt, wie vielleicht so ein Senfkorn auf der Straße. Jesus wurde verraten von seinen eigenen Freunden quasi. Er wurde nicht nur zertrampelt, er starb am Kreuz. Das ist doch wirklich unscheinbar, oder? Was bringt denn mein unscheinbarer Dienst? Was bringt das, dass ich mich aufraffe und täglich Bibel lese? Was bringt das, dass ich bete? Das ist doch so winzig, so mickrig. Das Reich Gottes scheint auch so winzig zu sein. Aber wir wollen sehen, was Gott sieht, oder? Das Reich Gottes ist unscheinbar, es ist aber auch wachsend. So klein das Reich Gottes scheinen mag, ja, so klein so ein Senfkorn ist, in der DNA von diesem 1 Millimeter kleinen Senfkorn steckt das Potenzial, und ich habe das mal nachgesehen, das ist richtig krass, so ein 1 Millimeter Senfkorn kann so groß werden wie ein 5 Meter Ding, ja, es kann 5 Meter groß werden, das ist eine bestimmte Senfkorn-Samenart, die dort gängig war, das ist krass. Das Reich Gottes ist genauso. In der DNA des Reiches Gottes liegt Wachstum. Das ist, wie das Reich Gottes ist.
Und Jesus sagt, dass dieser so ein Senfkorn alle anderen Gewächse im Garten übertrifft quasi, ja, mit seiner Größe. Genauso ist das Reich Gottes. Hey, das Reich Gottes wächst und wächst trotz einfachen Menschen, trotz den 12 einfachen Jüngern. Und man könnte ja sagen, okay, so ein Reich müsste in die Hose gehen. Also wenn jetzt ein Königreich sich aufstellt und sagt, so, ich bin das Stärkste, ich überrag alle anderen Reiche, dann würde ich sagen, Alter, kannst direkt mal einpacken. Beim Reich Gottes ist das anders. Weil die Grundlage dafür, dass das Reich Gottes wächst, dass Wachstum geschieht im Reich Gottes, dass diese kleinen Dinge, die wir dazu beitragen in diesem Reich Gottes, weil er uns dazu berufen hat, in dem Moment, als wir Ja gesagt haben zu Jesus, diese kleinen Dinge haben das Potenzial, groß zu werden, zu wachsen. Und man wollte das Wachstum hemmen, man wollte Jesus hemmen, man wollte ihn zum Schweigen bringen, im Grab legen, Schluss aus, Mickey Maus, Senfkorn. Hat es geklappt? Nö. Das Grab blieb leer. Jesus hat den Tod überwunden. Nicht nur das. Ihr Lieben, durch den Tod und die Auferstehung Jesu hat er die Grundlage geschaffen, dass das Reich Gottes triumphiert über alle anderen Reiche und Nationen. Durch seinen Tod, durch den Akt der Kreuzigung hat er für dich den Weg freigeschaffen, dass du heraus aus der Herrschaft der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe kommst. Kolosser 1, Vers 13. Amen. Und dann sagt er seinen Jungs und seinen Mädels, die da waren, kurz vor seiner Himmelfahrt, er ist von den Toten auferstanden, kurz vor seiner Himmelfahrt, das lesen wir im Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 19 bis 20, wie sie das Reich Gottes ausbreiten sollen. Also, die Römer, wie haben die das gemacht? Die hatten Schwerter und die haben mit Gewalt ihr Reich verteidigt und ihr Reich ausgebreitet. Heute machen das auch Leute. Nehmen einfach irgendwelche Länder ein und sonst was. Also ich möchte nicht politisch werden, aber das funktioniert nicht mit Rede, mit Predigt. Das passiert doch mit Gewalt, oder? Jesus ist anders. Er sagt seinen Jüngern, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also das Reich Gottes soll wachsen. Wir sollen dazu beitragen, dass das Reich Gottes wächst durch die Predigt. So wächst doch kein Reich. Was bringt denn schon meine Predigt? Was bringt das, dass ich mich aufraffe und so? Dann ist es doch da rein und da raus, oder? Jesus gibt hier seinen Jüngern so ein Sandwich. Und er sagt, bevor er den Auftrag erteilt quasi, sagt er, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Am Ende des Auftrages, wenn er sagt, geht hin, macht zu Jüngern und so weiter und so fort, sagt er, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt und das Ende der Zeiten. Ja? Die Grundlage, dass das Reich Gottes wächst durch die Predigt des Evangeliums, nichts anderes rettet. Ja? Keine andere Botschaft. Wir können uns aufraffen und sagen, wir singen Kumbaya, mein Lord und verteilen Bonbons oder so. Das wird nicht retten. Wir nutzen alles Mögliche, ja? Versteht mich nicht falsch, wir nutzen alles Mögliche, um das eine zu tun, das Evangelium zu verkündigen, zu predigen. Und die Garantie dafür, dass Menschen das aufnehmen, dass Herzen wach werden und auf einmal erkennen, boah, ich brauche wirklich Rettung. Diese Macht liegt in Jesus selbst. Jesus ist die Garantie dafür, dass das Reich Gottes wächst. Durch die Predigt des Evangeliums. Und dann sagt Jesus, boah, dieses Gewächs da, das wächst und wächst und überragt alle anderen Gewächse und Vögel werden darin nisten. Und Jesus greift eigentlich einfach ein Bild auf aus dem Alten Testament. Da werden im Alten Testament zum Beispiel in Daniel 4 Königreiche dargestellt mit einem Baum. Und im Baum sind Vögel. So, und dann denkt man sich, okay, was sollen die Vögel bedeuten? Im Alten Testament wird uns das erklärt in diesen Bildern. Vögel stehen für die Nationen. Das heißt, das Reich Gottes besteht nicht aus einer Nation, sondern aus
unterschiedlichen Nationen. Wir sehen, wir sollen alle Nationen zu Völkern machen, zur Ehre Gottes. Alle Nationen sind dabei. Das Reich Gottes überwächst alle anderen Reiche. Besteht das Römische Reich noch? Was ist mit den mächtigen Kaisern, Imperatoren, die sich gegen das Reich Gottes gestellt haben? Was ist mit den Leuten, die Nero heißen, Domitian, Decius, Stalin, Mao Zedong und so weiter? Existieren sie noch? Sind sie noch da? Haben sie mit ihrer Macht geschafft, was sie tun wollten? Nö. Teilweise existieren noch nicht mal ihre Reiche. Das Reich Gottes gibt es immer noch. So unscheinbar es ist, es wuchs und wuchs und wuchs und wuchs. Und jetzt, haltet euch fest, zählen sich 2,28 Milliarden Menschen zu Christus. In irgendeiner Art und Weise sagen sie, wir sind Christen. Da sind sehr viele wahrscheinlich Namenschristen, wo wir sagen würden, boah, vielleicht ist das keine konkrete Entscheidung oder so gewesen, sondern ist einfach Tradition. Aber 400 bis 600 Millionen Menschen gehören zu der Gruppe, die man evangelikale Christen nennt. Wir sind auch evangelikal. So. Evangelikal heißt, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Wir schneiden uns nichts rum, so. Und wir glauben, dass Jesus allein rettet. 400 bis 600 Millionen Menschen, gerade jetzt, gehören Jesus an. Und das durch einen winzigen Samenkorn. Durch 12 einfache Menschen, durch einfache Jünger, durch einfache Männer und Frauen. Weil wenige unscheinbare Männer und Frauen, wir lesen von manchen in der Bibel, aber die große Summe von dem, wie Gott sein Reich hat wachsen lassen, sind einfach unscheinbare Menschen, die einfach den Auftrag getan haben, die einfach ihren Kindern von Jesus erzählt haben. Wusstest du, dass deine Erziehung ein Teil ist vom Wachstum des Reiches Gottes? Vielleicht hast du das gar nicht auf den Augen, also vor Augen. Aber ich möchte das nochmal zusprechen, dass du mit deinen Kindern Bibel liest, dass du mit deinen Kindern betest, dass du deinen Arbeitskollegen von Jesus erzählst, das ist Teil davon. Denn das Reich Gottes breitet sich aus, es überragt alle anderen Gewächse. Und die Kirchengeschichte ist voll mit unscheinbaren Menschen. Wenn du sagst, ich bin unscheinbar, diese ganze Theorie bringt mir nichts, dann bist du perfekt prädestiniert, dass das deine Predigt ist. Und da geht es nicht darum, was ich sage, sondern was das Wort sagt. Die Kirchengeschichte ist voll mit unscheinbaren Menschen. Es war ein unscheinbarer Mönch namens Martin Luther, der in der Bibel etwas entdeckt hat, wofür Leute davor schon gestorben sind. Jan Hus zum Beispiel. Er hat erkannt, dass die 1000 Jahre Kirchengeschichte das Wort Gottes so verdreht hat, dass man das Evangelium gar nicht mehr erkannt hat. Das Evangelium ist, dass Gott aus Gnade rettet und nicht durch Ablässe, kein Fegefeuer, keine Werke, nicht Sakramente in erster Linie, sondern der Glaube allein an Jesus Christus. Dieser einfache Mönch, was war denn Martin Luther? Nichts war er, nichts. Aber er hat was Kleines empfangen und dann stand er vor weltlichen Gerichten und musste sich rechtfertigen. Der kleine Martin Luther, na so klein war er jetzt auch nicht, er war auch schon ein richtiger Mann. So. Aber er stand vor weltlichen Gerichten und was hat er gesagt? Hier stehe ich und kann nicht anders. Diesen kleinen Senfkorn, den er da entdeckt hat, der wird zur durchschlagenden Kraft für das Evangelium in unserer Zeit. Ich bin dankbar für Männer und Frauen wie Martin Luther, die diese kleinen Samen einfach treu festgehalten haben, gesagt haben, egal wie klein und unscheinbar ist, ich halte daran fest. Ich sehe das, was Gott sieht. Und wenn Gott in seinem Wort etwas sagt, dann stehe ich hier und kann nicht anders. Ist mir egal, was der Zeitgeist sagt. Ist mir doch egal, was andere sagen. Wenn mein Gott das sagt, dann stehe ich dazu. Und es waren viele unscheinbare Menschen zur Zeit der Reformation und es sind auch jetzt viele unscheinbare Menschen, von denen man noch gar nicht mal den Namen kennt. So. Ja, wir kennen den Namen von Martin Luther, aber
es gibt so viele Menschen, die sich aufgeopfert haben, die ihr Leben gegeben haben für die Mission, wo man sagen würde, das ist so unscheinbar. Kein Mensch kennt diese Namen von so vielen Missionaren, die einfach ihr Leben gegeben haben oder einfach Leute, Mütter, die ganz einfach Jesus weitergebracht haben ihren Kindern. Ja, wer kennt denn diese Namen? Es sind so viele Namen, ihr Lieben, aber diese Namen stehen im Buch des Lebens geschrieben. Und es ist sowas von egal, ob Menschen deinen Namen kennen. Gott möchte das Unscheinbare erwähnen. Er hat Maria erwählt. Und weißt du, warum er Maria erwählt hat, den Retter zu gebären, auszutragen? Weil sie unscheinbar war. Weil sie demütig war. Weil sie nicht viel von sich hielt, sondern mehr hielt von Gott. Ich will auch so jemand sein. Das Reich Gottes ist unscheinbar. Das Reich Gottes ist wachsend. Egal wie klein deine Sache ist, die du machst, in der Gemeinde, dein Bibellesen, es wächst. Jesus ist die Garantie. Und lass uns nochmal in den letzten Vers reingehen. Vers 33, da erzählt Jesus nochmal ein ganz, ganz kurzes Gleichnis. Also so eine bilderhafte Predigt, Rede. Und er sagt, das Himmelreich gleicht dem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Scheffel Mehl mengte, bis der ganze Teig durchsäuert war. Das Reich Gottes ist unscheinbar. Das Reich Gottes ist wachsend. Das Reich Gottes ist durchdringend. Durchdringend. Jesus erzählt nur mal diese Geschichte, um deutlich zu machen, was die DNA des Reiches Gottes ist. Vielleicht denkst du dir, muss man das jetzt noch mal ausführen? Jesus macht das und erzählt Dinge wieder und wieder und wieder. Wisst ihr warum? Also mir geht es da, also nur mal so eine Nebennotiz. Ich habe mir ein Glas Wasser aufgefüllt. Und dann bin ich damit durch die Gegend gegangen und habe es abgestellt und wusste, ich habe es da abgestellt. Eine Sekunde später habe ich vergessen, wo es war. Mein Wasserglas, ich vergesse ständig irgendwelche Sachen. Jesus macht einen und denselben Punkt deutlich, wieder und wieder und wieder. Jeden Sonntag hörst du das Evangelium. Nicht, weil Leute, die das Evangelium nicht angenommen haben, das brauchen, sondern genau du brauchst das. Weil du neu verstehen darfst, dass Gott dich liebt, dass Gott dich errettet hat und dass er es vollbracht hat. So, und jetzt nutzt er halt eben dieses Bild, um nochmal diesen einen Punkt deutlich zu machen, um einen Punkt zu verschärfen. Wer von euch backt gerne? Also ich backe nicht gerne, aber ich esse gerne, was ihr macht. Also schick euch meine Adresse. Nein, Quatsch. Jetzt werde ich unverschämt. Oder Mann! Oh, Schwarzwälder Kirschtorte, herrlich. Auf jeden Fall brauchst du einen Teighefe, ne? Sauerteig. Ich habe nicht so viel Ahnung von Sauerteig und sonst was. Rein zufällig habe ich gestern eine Doku gesehen mit meiner Frau über Traditionsbäcker. Ja, und die machen das, die sind da so dabei und da ist nicht nur Teig und Hefe und Sauerteig mit bei, sondern ganz viel Liebe. Auf jeden Fall sagt Jesus hier nochmal in Vers 33, dass eine Frau Sauerteig nimmt, das ist alter Teig, Teig, der übrig geblieben ist, der den neuen Teig durchsäuert und sie bringt ihn unter 3 Scheffel Mehl. Sie mengt diesen Sauerteig unter. Da heißt, dass das Wort, das hier eigentlich steht, heißt, sie verbirgt es, sie versteckt es. Und dann lesen wir, dass der ganze Teig durchsäuert wird. Und Jesus benutzt das Bild des Sauerteigs meistens in der Regel nicht, um positive Dinge auszudrücken, ja, sondern meistens benutzt er das, um zu sagen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Manchmal wird Sauerteig als Sünde beschrieben, weil Sauerteig beim Passafest muss Sauerteig raus aus dem Haus, ja. Das heißt, sie haben eine negative Assoziation und so kommen auch andere Leute und pressen ihre Endzeitlehre in einen Vers rein und sagen, das Reich Gottes ist wie ein Sauerteig und das ganze Reich wird durchsäuert mit Irrlehre und falschen Lehren. Und wir wissen, dass Unkraut wächst, aber das ist nicht der Punkt, den Jesus hier macht, weil er sagt, das Reich Gottes ist wie Sauerteig. Das Reich Gottes ist nicht Irrlehre.
das Reich Gottes wächst. Manchmal kastrieren wir uns durch unsere eigene Theologie. Manchmal pressen wir unsere Systeme in manche Verse rein und verachten dabei komplett, was Jesus hier eigentlich sagen will. Das Reich Gottes ist unscheinbar. Das Reich Gottes wächst. Das Reich Gottes ist durchdringend. Das Evangelium hat eine durchdringende Kraft und durchdringt die entlegensten Teile der Welt. Das ist es, was Jesus hier deutlich macht. Er macht eigentlich den Punkt vom Vers davor deutlich. Leute, das Reich Gottes wächst. Es breitet sich aus wie Hefe in so einem Teig. Und niemand kann es aufhalten. Die Römer haben es versucht. Die Chinesen haben es versucht. Also, beziehungsweise nicht die Chinesen, aber das kommunistische Regime dort. Mao Zedong hat massenweise das Reich Gottes versucht abzustoppen, indem er Menschen wirklich abgeschlachtet hat. Schrecklich. Das Reich Gottes wächst in China. Das Reich Gottes boomt in China. Und es gibt viel Unkraut, ja, aber es wächst trotzdem. Und es geht in alle Winkel und Ecken hinein. So wie Hefe, ich glaube, das sind Pilze, die sich verbreiten im Teig oder so, ne, ursprünglich. Irgendwie total eklig, wenn man drüber nachdenkt. Das Reich Gottes ist nicht eklig, ihr Lieben. Das Reich Gottes ist unaufhaltsam. Es wächst und durchdringt alles. Und das Evangelium, da wo es gepredigt wird, hat es Nebeneffekte. Unser Auftrag ist nicht, die Gesellschaft zu transformieren. Das ist nicht unser Auftrag. Jesus sagt, predigt das Evangelium, damit Menschen gerettet werden. Aber immer da, wo das Evangelium gepredigt wird, da merkt man auf einmal, ganze Gesellschaften verändern sich. Ich habe von Missionaren gehört, die das Evangelium predigen. Und dann, das gibt es in manchen Ländern, die muslimisch und volkstümlich geprägt sind. Dort werden Mädchen, junge Mädchen beschnitten. Das Evangelium kommt in diese Tradition hinein, bricht diese Traditionen auf, bricht diese Gesellschaft auf. Und auf einmal hören solche schrecklichen, wirklich ekelhaften Sachen auf. Das Leid von Menschen wird gelindert. Das ist ein Nebeneffekt. Das ist nicht in erster Linie unser Ziel, aber trotzdem da, wo wir mit dem Licht des Evangeliums kommen, wollen wir auch, dass Menschen die Liebe und Güte unseres Gottes kennenlernen. Oder? Wir lesen auch, und überlegt euch mal, Sklaverei, die Abschaffung der Sklaverei ist in erster Linie, es gibt einen Historiker, der das gut dargestellt hat. Ja. Wir sagen oft, und das ist auch wichtig vielleicht in der Debatte, wenn du mit anderen Menschen redest oder andere Menschen dir vorwerfen, ja, das Christentum, guck dir mal das Mittelalter an, guck mal an, was die alles kaputt gemacht haben und zerstört haben und all das. Es gab Menschen, die sich Christen genannt haben und das Evangelium gar nicht kannten und irgendeinen Mist gebaut haben, ja. Aber das Reich Gottes in sich hat Gedanken, die unser westliches Denken maßgeblich geprägt haben. Tom Holland ist so ein Historiker, der ist Atheist. Und er sagt, unser ganzes westliches Denken ist eigentlich ein Produkt der Bibel. Überleg mal, dass die Seele des Menschen unantastbar ist. Das findest du in keiner anderen Religion. Das findest du in keiner anderen Philosophie. Diese Dinge, davon profitieren wir, darin leben wir, weil das Evangelium verkündigt wurde, auch in unserem Land. Durch mutige Männer und Frauen, unscheinbare Männer und Frauen. Und es hat Dinge verändert. Und so könnte man auch von der Abschaffung der Sklaverei reden und so weiter und so fort. Es sind viele Dinge. Was will ich deutlich machen? Sagt Vers 33, dass alles besser wird, wenn Jesus wiederkommt, bis Jesus wiederkommt. Würde ich jetzt nicht so sagen, weil Jesus sagt ganz deutlich, es gibt Kriegsgeschrei, es gibt all das, aber siehst du, was Gott sieht? Gott sagt nicht, oh, jetzt ist nochmal Krieg, jetzt werde ich mich mit ganz vielen Endzeittheorien beschäftigen und sonst was. Er sieht, das Reich Gottes ist unscheinbar, es wächst und es ist durchdringend. Dein Dienst, egal wie klein er zu sein, zu scheinen mag, ja, egal wie unscheinbar das ist, was du tust, es ist Teil von diesem größeren Reich Gottes.
von diesem Senfkorn, das unscheinbar ist, das aber wächst und dessen Wachstum man nicht stoppen und verhindern kann. Und es durchdringt. Es ist durchdringend, im positiven Sinne durchdringt und rettet. Okay, was hat das mit dir zu tun? Ich habe 3 kurze Punkte. Du darfst dir gerne Notizen machen, wenn du möchtest. Und das für dich mitzunehmen, das nochmal zu reflektieren. Erstens, verachte nicht die kleinen Anfänge. Verachte nicht die kleinen Dinge. Ich habe schon vorhin Beispiele genannt. Verachte deine stille Zeit nicht. Was hat denn mein geistliches Leben mit dem Reich Gottes zu tun? Sehr viel sogar. Sehr viel sogar. Das Reich Gottes wächst und du sollst auch wachsen. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Vielleicht denkst du dir, ja, wir wollen Campus starten in Bierstadt. Ja, ist ja klein, wie soll das denn werden? Das Reich Gottes war wie ein Senfkorn, klein. Es wuchs, es wuchs, es wuchs, es hat alles andere überragt. Der 2. Punkt, hab eine positive Sicht von der Zukunft. Noch einmal, wir wollen die ganze Bibel betrachten, wir wollen alles sehen, aber wir wollen vor allem das sehen, die Perspektive sehen, die Gott hat. Wir wissen, dass es viele Dinge gibt, die passieren werden, die passiert sind, ja, aber in all dem sehen wir Jesus. Sehen wir den herrlichen Jesus, dessen Reich wächst und sich ausbreitet. Lasst uns nicht fokussieren auf das Mahl des Tieres, sondern auf das Mahl des Lammes. Lasst uns nicht fokussieren auf den Antichristen, sondern auf Christus. Lasst uns nicht in wilde Spekulationen ausarten und uns mit Dingen beschäftigen, die so nicht im Wort stehen, sondern lasst uns beschäftigen damit und uns danach sehnen, dass unser König, unser Bräutigam wiederkommt in Herrlichkeit. Und alle werden ihn sehen. Hab eine positive Sicht von der Zukunft. Sieh, was Gott sieht. Und der 3. Punkt, und das wird dich herausfordern, und ich bete, dass es dich herausfordert, ist, stirb. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Jesus sagt das, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wir sind dazu berufen, mit Christus zu sterben. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nach Nordkorea gehen muss und mich, also versteht mich nicht falsch, Jesus erklärt das hier nochmal deutlich, was das heißt, sein Bild, was Jesus benutzt. Aber er benutzt immer so catchy Sachen, er ist auch kein harmoniebedürftiger Mensch, er knallt manchmal einfach so raus. Matthäus 16, Vers 24 und 25. Wenn mir jemand nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Ja, was soll denn sterben? Was soll ich denn loslassen? Ich soll mein Ego loslassen. Mein Streben nach Größe. Reich Gottes sind die groß, die unscheinbar sind. Gott braucht nicht die großen Hechte. Gott braucht genau dich. Beziehungsweise anders gesagt, Gott benutzt dich, er gebraucht dich, er hat dich ausgesucht. Egal, was du tust, und ich bete, dass dir jetzt Dinge einfallen, ja, wo du merkst, boah, das sind geringe, unscheinbare Dinge, dann nimm das und sag, danke Gott. Danke Gott, dass ich dir mit diesen geringen, unscheinbaren Dingen dienen darf. Und es muss nicht unbedingt immer unscheinbar und gering sein. Manchmal stehst du hier auf der Bühne und so. Aber lasst uns selbst nicht für groß halten. Das Reich Gottes ist klein wie ein Senfkorn. Er braucht nicht die, die denken, sie wären die Stärksten. Lass uns aufstehen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Und möchte ich nochmal fragen, siehst du, was Gott sieht? Siehst du, was Gott sieht? Siehst du diesen Senfkorn in deinem Leben und sagst, danke Gott, danke, dass du die Kraft hast,
das Unscheinbare zu nutzen, zu gebrauchen, dass es wächst und wächst und wächst und alles andere durchdringt. Und ich bete jetzt einfach in diesem Moment für uns. Gott, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns neu zeigst, wie du Dinge siehst, wie du auf die Zukunft blickst, dass du nicht in erster Linie auf Krieg und Kriegsgeschrei schaust, sondern auf deine herrliche Braut, die du erkauft hast und die du herrlich gemacht hast durch dich selber, Jesus. Danke, dass du wiederkommst. Danke, dass wir dir dienen dürfen, dass wir nicht fliehen wollen von dieser Welt, sondern in dieser Welt sind, um möglichst vielen von dir zu erzählen. Dass möglichst viele Ja sagen können und sagen können, ich bin aus der Finsternis hineingelangt in das Reich Gottes. Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt unsere Herzen aufmachst, dass du uns anrührst. Ich bete, dass das Wort auf fruchtbarem Boden gefallen ist. Vielleicht bist du hier und sagst, boah, ich halte mein Ego fest, ich halte meine eigene Größe fest. Und Gott ist hier und sagt, lass das los. Der, der sein Leben verliert, wird es gewinnen. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst und sagst, boah, ich habe nicht gesehen, was Gott sieht, dann möchte ich gern für dich beten. Wenn du merkst, boah, der Geist Gottes, der hat mir die Herzen jetzt gerade, mein Herz aufgemacht und ich merke, boah, ich möchte mich selber neu hinlegen, alles in die Waagschale legen, dann heb doch mal deine Hand. Und das ist kein in erster Linie ein Bekehrungsaufruf, sondern einfach, wenn du merkst, boah, ich möchte neu sagen, mein Ego, meine Größe möchte ich hinter mir lassen, loslassen. Ich möchte da beten, wo du dich gemeldet hast. Ich danke dir, ihr könnt gerne die Hand runternehmen. Herr, ich bekenne und wir bekennen, dass wir so oft auf unsere eigene Größe schauen. Gott, wir geben dir alles. Für das Wachstum deines Reiches. Nicht unser Reich soll wachsen. Nicht unser Name soll bekannt werden, sondern dein Name. Brich alles in uns, was gebrochen werden muss, zu deiner Ehre. Ich bete, Jesus, dass jeder Einzelne, der sich gemeldet hat, der gesagt hat, ich möchte neu mein Ego, mein Streben nach Größe hinlegen, dass du diesen Personen jetzt begegnest im Namen Jesu, Herr. Herr, wir tun Buße, aber bitten dich auch, Herr, gib du deine Kraft, komm du mit deiner Kraft. Im Namen Jesu, im Namen Jesu. Und so ein Aufruf ist nicht etwas, wo, ja, Amen, und jetzt ist fertig, sondern trag das mit in diese Gebetszeit. Sag Gott, ich schaffe Raum für dich. Ich schmeiß aus den Fächern meines Kopfes alles heute mal raus und sag, Gott, ich schaffe Raum für dich. Und gib ihm neu diese winzigen Dinge in deinem Leben, dass er sie gebrauchen kann. Und wenn du hier bist, und Jesus nicht dein Retter ist. Was heißt das, dass Jesus dein Retter ist? Das heißt, dass du verstanden hast, dass du Vergebung deiner Sünden brauchst. Wenn du verstanden hast, dass Jesus die einzige Rettung ist, dann bitte ich dich im Namen meines Gottes, zöger nicht länger, komm zu ihm hin und sag, Jesus, rette mich. Und ja, es gibt immer wieder Momente, wo wir sagen müssen, boah, Jesus, da habe ich verhauen, da habe ich dich nicht an die erste Stelle gestellt. Das passiert allen, das passiert jedem von uns, das passiert jedem Nachfolger. Aber gab es diesen einen Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich habe verstanden, ich kann nicht gerecht vor Gott stehen, allein durch Jesus. Wenn du diesen Moment noch nicht hattest, dann renn zu Jesus. Lass dich retten, heute. Und ich möchte auch da für dich beten. Wenn du hier bist, noch nicht gerettet bist, nicht durch Sakramente, nicht durch Taufe, nicht durch ein Übergabegebet werden wir gerettet, sondern indem wir unser Leben hinschmeißen vor Christus und sagen, ich kapituliere, ich verstehe, nur du kannst mich gerecht machen.
Das ist radikal. Für Jesus war das kein Problem. Für uns sollte das auch kein Problem sein. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen. Ich bete, dass du jetzt Herzen aufmachst, dass du jetzt ziehst in diesem Moment. Und wir wollen uns diesen Moment noch nehmen, Herr. Und ich bete, dass jeder Einzelne, der noch nicht gerettet ist, dass du die Augen öffnest und dass du rettest. Und wenn du sagst, du brauchst Rettung, dann sag jetzt zu Jesus: Jesus, rette mich. Bekenn ihm deine Sünde. Bekenn ihm, dass du ohne ihn gelebt hast, dass du Gerechtigkeit in dir selber gesucht hast, und empfang seine Rettung. Und ich mache keine Meldung, ich mache keinen Aufruf, ich bitte dich, komm direkt zum Gebetsteam. Ich werde auch beim Gebetsteam stehen. Mach ganze Sache. Gib ihm dein Leben, nur das rettet dich. Deine Karriere wird dich nicht retten. Dein Streben nach Größe wird dich nicht retten. Jesus allein rettet. Vor Sünde, Tod und Hölle. Jesus rettet. Namen Jesu, nutzt das Wort, Herr. Amen. Und was ich bin, alles geb ich dir, Herr. Alles geb ich dir, Herr. Vor dir leg ich alles hin, was den Frieden von mir nimmt. Alles geb ich dir, Herr. Ich hoffe, du willst, tu was auch immer du willst, Herr. Ich schaffe Raum für dich. Tu was auch immer du willst, Herr. Tu was auch immer du willst, Herr.
lass das Alte los. Es ist wichtig, dass wir nicht am Alten festhalten. Dann bist du nicht in der Lage, was Neues zu empfangen. Wenn du merkst, dass Gott zu dir gesprochen hast, dann komm hier an den Punkt. Wir wollen beten, auch für dich. Georg hatte auch noch den Eindruck gehabt, wenn hier jemand ist, der Krankheit hat. Heute ist auch ein Zeitfenster, wo wir dafür beten wollen, weil wir glauben, dass heute Gott auch heilt. Komm nach vorne, leg die Menschenfurcht ab. Es ist völlig egal, was der Nachbar denkt, warum du nach vorne gehst. Es ist dein Moment mit Gott. Wenn du sagst, hey, ich brauche kein Gebet, lade ich dich herzlich ein zur Gemeinschaft, zum Overflow-Café hier im Foyer oder auch im Bistro. Es gibt zwei Anlaufstellen. Genieß die Zeit miteinander. Wir haben heute auch so viel vom Kuchen gesprochen. Ich habe die ganze Zeit während der Predigt, dachte ich mir, gut. Aber wir haben die Zeit draußen, Snacks zu nehmen, Gemeinschaft zu haben. Genieß das. Und ich will euch einladen für den nächsten Gottesdienst, nächsten Sonntag um 10 Uhr. Draußen im Foyer ist auch noch ein Tisch mit lauter Fundsachen. Spannend, was die Leute hier alles liegen gelassen haben. Das ist wie auf dem Flohmarkt. Guck, ob die Sachen dir gehören. Geh vorbei an unseren Overflow-Shop. Da gibt es coole Sachen. Ihr müsst jetzt noch gar nicht nach Hause gehen, sondern nutzt das Angebot, was wir hier haben. Und ich will noch beten. Lasst uns in dieser Atmosphäre bleiben und will euch einladen, nach vorne zu kommen. Diejenigen, die es gespürt haben. Herr, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass du uns herausforderst. Herr, Nachfolge kostet was. Herr, dass wir unseren Vorstellungen nicht immer entsprechen, sondern Herr, dass wir darauf schauen, was dein Wille ist. Herr, du sollst in unserem Leben groß werden, nicht wir. Und wir danken dir, dass du aus kleinen Sachen was Großes machst. Herr, du hast Jünger berufen, die in unseren Augen gar keine Qualifikation hatten. Und das macht mir Mut, dass du mit uns, mit jedem Einzelnen von uns, trotz unserer Schwächen, genauso handeln kannst. Jesus, du berufst nicht die Begabten, sondern du begabst diejenigen, die du berufst. Und das ist wirklich so ein Geheimnis, was wir erkennen dürfen. Du wirst in den Schwachen mächtig. Und dafür danken wir dir. Herr, geh du uns auch nach, auch wenn wir jetzt auseinandergehen. Lass dieses Wort in uns arbeiten, Herr. Auch in unserer stillen Zeit. Danke, Herr, für diesen Gottesdienst. Amen. Amen. Gottes Segen.